Guten Morgen, Nancy. Also schwere Vorwürfe von Lavrov Richtung Washington. Die Ukraine sei nur eine Marionette Washingtons. Wie reagiert denn das Weiße Haus? Ja, Carsten, guten Morgen. Ich habe bisher noch keine Stellungnahme vom Weißen Haus speziell beispielsweise gesehen. Das kann aber auch dem Zeitunterschied geschuldet sein. Und Daniel hat es ja schon angesprochen, aus der Ukraine da natürlich unter großer Beachtung, dass eben diese Kommentare kommen nach dem Besuch des amerikanischen Außenministers Anthony Blinken und des amerikanischen Verteidigungsministers Lloyd Austin, die eben noch mal mit ihrem Besuch und auch mit ihren Militärhilfen, die sie noch mal angekündigt haben, auch die Unterstützung für die Ukraine noch mal deutlich machen wollten. Man stehe Seite an Seite im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben ja die Bilder gesehen von Blinken und Austin neben dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Und da, Daniel hat es auch schon angedeutet, ist, glaube ich, auch die Rhetorik noch mal so verschärft worden von den Amerikanern. Denn eben Austin hat gesagt, dass man Russland bis zu dem Punkt geschwächt sehen will, an dem es Dinge wie eine Invasion in die Ukraine eben nicht mehr tun kann. Also da sicherlich auch ein Grund daher. Nancy, heute findet er in Deutschland, ausgerechnet auf der US-Luftwaffenbasis, auf Einladung von US-Verteidigungsminister Austin ein großes internationales Treffen statt. 40 Verteidigungsminister werden dabei sein. Es geht natürlich um den Ukraine-Krieg und die Zukunft. Was genau ist das Ziel dieses wichtigen Treffens, was ja ab 9 Uhr beginnen wird? Ganz genau. Wir haben schon öfter von der US-Basis Ramstein eben gehört und da jetzt eben die Einladung der Amerikaner, der Verteidigungsminister Lloyd Austin, der ja eben gerade eben in Kiew war, der hat den Input aus der Ukraine dabei sozusagen und der wird bei diesem Treffen auch dabei sein. Und wie du es schon sagst, es geht zum einen um den gegenwärtigen Bedarf der Ukraine an militärischem Equipment in dieser neuen Phase des Krieges, aber eben auch, und das ist mehr oder weniger neu, eben um die Zukunft. Und der Generalstabschef des Militärs, General Milley, der hat auch gesagt, dass ein Ziel oder ein Hauptziel eben dieser Treffen ist, dass man eben die Hilfen, die die Ukraine jetzt benötigt, synchronisiert und koordiniert. Also da geht es auch um schwere Waffen beispielsweise, um Haubitzen, um Munition, um bewaffnete Drohnen. Denn, so Milley, sagt er auch, dass die nächsten Wochen jetzt eben sehr, sehr entscheidend, sehr, sehr wichtig sein werden. Die Amerikaner hier haben schon rund 4 Milliarden Dollar bereitgestellt an militärischer Hilfe. Schauen wir uns einfach noch mal die genau an, mein Kollege Steffen Schwarzkopf. Sie sind die momentan effektivsten Waffen gegen die russischen Invasoren. Die panzerbrechenden Javelin-Raketen der US-Armee. Wieder geht eine Ladung von 500 Stück an Bord von einer Boeing 747 nahe der Stadt Dover im US-Bundesstaat Delaware. 8 Stunden später werden die Waffen bereits in Polen sein, nahe der ukrainischen Grenze. Von dort geht der Transport auf der Straße weiter direkt ins Kriegsgebiet. 400 Flugzeuge sind bislang von hier gestartet, 8 bis 10 Stück am Tag, mit Material von uns und anderen 7 Geberländern. Die USA pumpen unaufhörlich Waffen in die Ukraine. Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin versprachen bei ihrem Besuch in Kiew weitere 700 Millionen Dollar. Damit beläuft sich der Gesamtwert amerikanischer Militärhilfe seit Kriegsbeginn auf 3,7 Milliarden Dollar. Wir haben eine absolut klare Linie und wir sagen das wieder und wieder. Wir wollen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Und deshalb werden auch schwere Waffen geliefert, wie diese 150 mm Haubitzen. 75 waren es allein im jüngsten Militärpaket. Dazu tonnenweise Munition und Kampfdrohnen. Der US-Kongress zeigt nahezu uneingeschränkte Einigkeit, was die Finanzierung angeht. Wir liefern so lange es nötig ist, sagt US-Logistikkommandeur Heinz und meint das so, wie es klingt, als Kampfansage an Moskau. Ja, also so viel zu der amerikanischen Unterstützung, Carsten. Und wie angesprochen, jetzt soll es eben auch darum gehen, wie man die Ukraine zukünftig unterstützt und eben auch, was die Verbündeten leisten können. Das Treffen heute übrigens nicht nur mit NATO-Mitgliedern.